Hallo liebe Aktienfreunde, hier ist wieder Michael Adams, diesmal mit einer speziellen Ausgabe am Donnerstag, den 19. September. Ich bin zusammen mit Joe Brunner, Joachim Brunner vom Small Cap Investor, sind wir in Beaver Creek vor Ort, das ist in Colorado in den Rocky Mountains. Hier ist das jährliche Precious Metal Summit, was organisiert wurde. Wir hatten heute mehr als 15 Termine, die wir den ganzen Tag über wahrgenommen haben. Da wollten wir uns jetzt kurz live von vor Ort informieren. Vorab aber noch eine andere Info. Es gab ja heute eine neue Rede von Ben Bernanke. Und Joe, was ist da rausgekommen? Ja, das Gute natürlich ist, dass Ben das leichte Geld fortsetzen will. Das heißt, er will noch weiter 80 Millionen, Milliarden pro Monat Staatsanleihen kaufen. Das war eine große Unsicherheit in dem Markt, deswegen ist ja auch der Goldpreis zurückgekommen. Man hat ja befürchtet, dass die Notenbank anfangen könnte, diese expansive Geldpolitik einzustellen. Das ist de facto jetzt einmal weg. Wie hat Gold natürlich gleich darauf reagiert? Sehr positiv. 4% ist es gestiegen, Silber rund 6%. So kann es natürlich nicht die nächsten Tage weitergehen, aber es war natürlich ein Riesensignal für den Markt und die Aktien sind teilweise 10, 15, teilweise sogar 20% gestiegen. Und das ist natürlich bei so einem Event, wie wir heute sind, ja, das will natürlich jeder haben, denn die letzten Monate und letzten Jahre waren eigentlich ganz schwer in diesem Mining-Business und von daher ist das ja ein bisschen wie Balsam auf die Seele der CEOs und es ist auch eine gewisse Erleichterung, denn eines muss man schon sagen, die Qualität der Firmen haben sie schon deutlich gebessert. Also auch die wie soll man sagen, der Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich jetzt bekomme, ist ganz anders. Jetzt muss man sich teilweise wirklich schon fragen, wie billig kann eigentlich eine Aktie noch werden, die ja irgendwas Substanzielles hat. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem Hightech-Unternehmen, da gibt es Firmen, die haben irgendwo, zwei Leute haben irgendeine App gefunden oder entwickelt, in zwei Tagen zusammen geprogrammiert und werden auf einmal am Markt mit 100 oder 200 Millionen bewertet und kriegen Geld ja, von vorne bis hinten eigentlich. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Also wenn man die Bewertung gerade in diesem Hightech-Bereich oder Internet-Bereich vergleicht mit den Bewertungen, die aktuell im Resource- und Rohstoffbereich gezahlt werden. Wir hatten mehrere Meetings, wo teilweise die Unze Gold im Boden ja, mit 2, 3, 5 Dollar bewertet wird. Und das sind natürlich Bewertungen, die historisch extrem niedrig sind. Und da bleibt auch teilweise den einzelnen CEOs und Presidents gar nichts mehr anderes übrig, als zu lachen. Ja, die sagen, wir sind so wahnsinnig unterbewertet, dass ja, der Markt muss diese Unterbewertung einfach in der nächsten Zeit, man weiß natürlich nicht, wann genau das sein wird, aber diese Unterbewertung, da bin ich fest überzeugt, ich glaube, da stimmst du mir bei, diese Unterbewertung wird wieder korrigiert und die Aktien werden dementsprechend auch wieder steigen müssen. Ja, im Moment sind wir immer noch in der Konsolidierungsphase, wir haben die Tiefs hoffentlich gesehen, ja, gerade in dem Junior-Bereich, die Tiefs werden wir aus meiner Überzeugung nach, haben wir die gesehen. Der Herbst sollte bei Herbst, Winter, also geht bis Ende des Jahres, bin ich vergleichsweise bullisch. Ja, gerade für, wie der Joe auch eben schon gesagt hat, für die qualitativ guten Unternehmen, die neben einem sehr guten Projekt, neben einem sehr guten Management-Team, insbesondere auch noch eine ausreichende Cash-Position haben. Generell, ich meine, jetzt nur mal zum Rohstoffsektor, ich meine, man darf das einfach nicht vergleichen. Mir kommt teilweise so vor, die Investoren oder auch der Markt sagt, zu was braucht man den Rohstoff überhaupt? Ja, aber dann muss man sich auf der anderen Seite mal überlegen, ein Auto braucht Rohstoffe. Ein Handy braucht Rohstoffe. Ohne Rohstoffe wird es kein Handy geben. Und am Markt sind wir momentan so bewertet, wie wenn wir davon ausgehen, wir brauchen die nicht mehr in den nächsten paar Jahren. Ja, dann frage ich mich aber schon langsam, hallo, wann fangt ihr mal an zum Überlegen? Und deswegen sehen wir da jetzt auf jeden Fall eine große, ja, wie es so schön auf Englisch heißt, Buying Opportunity. Natürlich muss man das unterscheiden. Der Junior Sektor ist bei weitem noch nicht durch seine Tiefs gegangen, aber gerade bei den Produzenten, mittleren Produzenten oder bei den Near-Term-Produzenten findet man jetzt Möglichkeiten, die hat es in den letzten 10 Jahren nicht gegeben. Wir finden heute Projekte,
Wir haben ein Meeting gehabt bei einer Company, da werden wir dann später auch gleich einmal einsteigen. Mhm. Die ist eigentlich mit Cash bewertet und hat, glaube ich, ein paar Millionen Unzen aus Gold definiert und will eigentlich in die nächsten 2 Jahre in Produktion gehen. Kriegen jetzt die letzte Permit, also die Construction Permit. Ja, was soll da jetzt da noch das große Risiko sein? Und das sind einfach solche Buying Opportunity, muss man eigentlich suchen. Und dann werden wir auch in den nächsten Jahren massiv Geld mit denen verdienen können. Und das ist eigentlich der Punkt und vielleicht ist das eigentlich ein guter Zeitpunkt, wo wir auch einsteigen, ja. In verschiedene Titeln, die man sich angeschaut hat. Also vielleicht nochmal kurz, das ist die Ausbeute von heute, allein an Präsentationen, was wir uns angeschaut haben. Wir haben jetzt keine wirkliche Reihenfolge, ne? Nee, wir haben keine wirkliche Reihenfolge, außer das, wie unser Terminplan abgelaufen ist. Und die erste Company, an die kann man eigentlich noch sehr gut erinnern, das war die Volta Resources. Ja, genau. Und die war eigentlich ganz spannend. Da haben wir doch schon ja, bei ich halte mal gerade die Präsentation so in die Kamera. Die ist sicherlich auch entweder in dieser Form oder einer anderen abgewandelten Form auf der Webseite der Firma verfügbar unter voltaresources.com. Also Volta Resources ganz kurz. Wir wissen ja, jetzt haben auch noch nicht gecheckt, ob die jetzt alle in Frankfurt oder in Deutschland dual gelistet sind. Auf jeden Fall wird diese Firma notiert an der TSX unter dem Kürzel VTR. Schon mal als erste Information. Weitere Informationen gibt es dann auf voltaresources.com. So, ich finde natürlich nicht die Präsentation. Das ist nicht schlimm. Also, ich kann ja kurz was sagen. Also, die Firma hat das größte Projekt, oder hat eins der größten unentwickelten Goldprojekte in Westafrika. Sind aktuell in der Kategorie Measured and Indicated 4,68 Millionen Unzen. Dazu kommen noch über eine Million Unzen in der Inferred-Kategorie. Das Management-Team hat schon sehr große Projekte auch in Westafrika gemanagt. Wir waren sowohl von dem Projekt als auch von der Präsentation, das ist immer auch ganz wichtig und deswegen fahren wir ja zu solchen Veranstaltungen, wollen auch persönlich mit den Management-Teams sprechen. Weil in so eine schöne PowerPoint-Präsentation, ja, die kann natürlich jeder machen. Aber es ist wirklich wichtig, ob das Management das auch wirklich überzeugend rüberbringt, ob man so merkt, die leben auch, was sie erzählen, ja. Und das war insbesondere hier bei dem Projekt, war das mein Eindruck. Ja. Also bei der Company. Absolut, also die sind in Burkina Faso und Burkina Faso, da haben wir ja mehrere Companies, die eigentlich sehr erfolgreich sind. Da haben wir einmal Semafo als Produzent. Dann haben wir aber auch noch die True Gold, die frühere River. Riverside? Nein, Riverside. Nee, das war nicht. Riverstone, das war Riverstone. Riverstone, ja. Riverstone. Bei den ganzen Rivern hier. Ja, genau. Aber das Projekt einfach überzeugt aufgrund seiner Größe und was auch interessant ist, also die CapEx. Also CapEx sind die Kosten, die zur Produktion, also zum Minenaufbau eigentlich sind und die waren eigentlich bei 600 Millionen, soweit ich das jetzt noch... Nein, ich habe 400 Millionen aufgeschrieben. Kann aber sein, dass das in verschiedenen Phasen ist. Naja, die da hat es ja zwei gegeben, genau. Die alte Pre-Feasibility Study. Also genau. Pre-Feasibility Studies sind schon sehr fortgeschrittene Stadien, da wird schon die wirtschaftliche Kapazität oder die wirtschaftliche Kalkulation gemacht, wo wird ungefähr das Produkt produziert, welche... Also das sind schon sehr detaillierte Studien, das ist, es gibt auch eine Bankable Feasibility Study, das heißt, mit der kann ich zur Bank gehen und kriege dadurch hoffentlich auch einen Kredit. Wobei die Bankable Feasibility in dem Fall soll im zweiten Quartal 2014 rauskommen. Genau, und die alte Feasibility Study waren auf einem CapEx von über 600 Millionen. Und 600 Millionen ist zwar nicht dramatisch hoch, aber... Sie sagen, es ist schwierig zu finanzieren und deswegen werden sie jetzt, haben sie das geändert, die neue Feasibility, was rauskommt, wollen sie die CapEx auf 400 Millionen runterdrücken und sie können das auch, weil sie nämlich in ihrem Gesteinsformation eine High-Grade-Zone haben, also eine Zone mit einer höheren Mineralisierung und eine Zone mit einer niedrigeren Mineralisierung und sie konzentrieren sich jetzt darauf, dass sie am Anfang, bis dass die ganzen CapEx und so weiter wieder verdient sind, sich auf diesen höhergradigen konzentrieren und dadurch brauchen sie nicht so hohe Kapitalkosten und 400 Millionen ist auch in der heutigen Zeit finanzierbar. Natürlich werden sie bei der Finanzierung immer schauen, dass sie auch Debt Financing machen, also ja, nicht mehr Equity,
oder nicht nur, weil dann hat man eine Verwässerung beim Aktienkapital, das ist unglaublich. Ja, das ist grundsätzlich ein Trend. Also wir haben ja, wie gesagt, heute mit sehr vielen Firmen gesprochen, die alle, sag mal, in einer ähnlichen Phase sind oder größtenteils in einer ähnlichen Phase sind, die jetzt alle, worum es darum geht, wie kann ich meine CapEx finanzieren. Und bis auf einen hat wirklich jeder gesagt, sie schauen sich auch nach alternativen Finanzierungsformen um. Ja? Und haben auch schon teilweise Termsheets von Banken, ja, auf dem Tisch liegen. Also es gibt durchaus Geld für dieses zu finanzieren. Also wenn man ein gutes Projekt hat, die Daten zusammenpassen, das Management-Team zusammenpassen, dann kann man Projekte 300, 400, 500 Millionen finanzieren. Die, ja, ganz großen Projekte über 1 Milliarde sind extrem schwierig zu finanzieren, weil das auch die großen Companies nicht mehr wollen. Also Barrick oder IAMGOLD oder eine Goldcorp, überlegen sich das dreimal. Weil Barrick ist ja ziemlich auf die Nase gefallen mit ihrem großen Projekt. Also das große Projekt in Chile, Argentinien, das war kalkuliert mit 4,8 Milliarden. Jetzt, glaube ich, sind wir schon bei über 10 Milliarden, was investiert ist. Das ist nicht mehr so. Also das Risiko gehen sie nicht mehr ein. So, aber das war Volta, die hat man genau, also wir wollen heute auch wirklich nur ganz kurz, weil wir könnten natürlich jetzt auch hier eine halbe Stunde über jede Firma kurz referieren, aber das wird wahrscheinlich noch langweiliger als das jetzt schon. Nein, kleiner Scherz. Ich hoffe natürlich, dass das für Sie von Interesse ist. Wir können die wirklich nur ganz kurz streifen. Weitere Informationen gibt es jeweils auf der Homepage der Unternehmen oder vielleicht auch im Nachgang dann später von uns nochmal. Was ist als nächstes? Ja, ich habe da jetzt zum Beispiel Eagle Hill. Ah, die Eagle Hill, ja, die war jetzt nicht die nächste auf der Liste. Nein, aber Eagle Hill hat sich ja, da kenne ich mich auch ja ein bisschen aus, Eagle Hill hat es ja sehr viel getan. Das haben Sie wahrscheinlich verfolgt. Es gab so eine feindliche Übernahme durch die Hintertür. Es gab ja schon im Dezember letzten Jahres, da hatten wir auch mit dem Brad Kitchen, dem damaligen, muss man ja jetzt sagen, CEO und President, haben wir ja eine CEO-Roster-Web-Konferenz gemacht, wo uns da Rede und Antwort stand im Zuge der damals angeplanten feindlichen Übernahme durch Modori, die durch das damalige Management von Eagle Hill auch erfolgreich bekämpft wurde. Leider hat sich am Aktienkurs überhaupt nichts getan. Ja. Was der Markt grundsätzlich, das haben wir auch von verschiedenen Seiten gehört, was der Markt grundsätzlich immer gesagt hat, ist, dass das Projekt eigentlich, ich will nicht sagen, außerhalb jeder Zweifel steht, aber dass es ein sehr qualitatives Projekt ist, ja, in Quebec. Hochgradig, man hat keine politische Unsicherheit, also das Projekt ist super. Es gab, und das muss man jetzt im Nachhinein leider sagen, stärkere Zweifel an der Fähigkeit des Managements, das Projekt wirklich weiter zum Erfolg zu führen. So, und die Company hatte eigentlich permanent Finanzierungsprobleme. Mhm. Ja. So, da ist jetzt eine sehr starke Gruppe um Dundee und ein börsennotiertes Unternehmen mit dem Namen Southern Arc. Mhm. Die haben ein Projekt in Indonesien, glaube ich. Ja. Ja. Deren Problem war eigentlich, Indonesien ist eigentlich bei den Investoren out of radar. Das heißt, das ist nicht im Fokus. Und sie haben mehr Cash gehabt, als die Marktkapitalisierung ist, und haben sie eigentlich umgeschaut, was können sie mit dem Cash tun, nämlich Interessantes, nämlich neue Projekte zu akquirieren. Genau, und so sind sie dann irgendwie auf Eagle Hill gekommen. Sie hatten das Projekt schon länger im Fokus, haben sich dann, ich sag mal, hört jetzt gemein, aber hinter dem Rücken des alten Managements zusammengetan und haben durch eine neue Finanzierung, die jetzt geclosed wurde, also abgeschlossen wurde, insgesamt 52% der ausstehenden Aktien gehören jetzt diesem Konglomerat aus Dundee Securities und Southern Arc. In dem Zuge wurde dann auch das komplette alte Management-Team entlassen, neues Management-Team, was besteht aus Dundee-Mitgliedern, aus Mitgliedern von Southern Arc, wurde neu eingesetzt und ein Mitglied des alten Teams, ja, und das war der Geologe, der ist behalten worden. Der kennt sich aber auch auf dem Projekt aus wie in seiner Westentasche. Wir haben heute ja länger mit denen gesprochen. Mhm. Also da sehe ich, die Aktie müsste jetzt ungefähr so bei 12, 13 Cent stehen. Ja, man hatte. Die haben auch jetzt gerade ein Bohrprogramm wieder beschlossen, 25.000 Bohrmeter, was sie denken. Das heißt, ja, da kommt ein riesen Newsflow auf uns zu. Und wenn man die alten Bohrergebnisse gesehen haben, die waren immer gut, ja, kann man sich da eigentlich vorstellen, dass da eigentlich einiges daherkommen wird. Und um das kurz zu machen, neues Management, haben jetzt das Projekt zu 100% konsolidiert, das heißt, diese Unsicherheit ist auch weg. Sie haben genug Geld, um das Bohrprogramm voranzutreiben, Newsflow passt, also das, ja, schaut ganz vernünftig aus. Ich werde aber, nochmal ganz kurz letzter Satz, ich werde aber auch morgen voraussichtlich nochmal ein detailliertes Interview direkt mit dem neuen Management und auch mit dem Geologen machen zu Eagle Hill.
dann können die auch nochmal genau ihre Sicht der Dinge dann kundtun. Okay. Da habe ich eine andere, Golden Queen. Das war die in Kalifornien. Ah. Also das war eigentlich, ich habe eigentlich nichts erwartet. Sie müssen sich vorstellen, wir haben da so 15 Termine. Wir sind da natürlich durch die Liste durchgegangen, haben aber auch Anfragen von Companies bekommen zu uns, die sich mit uns treffen wollten. Es ist nicht nur so, dass wir die ausgesucht haben, sondern teilweise haben auch die uns ausgesucht. Und das war eine dieser Companies, die mit uns sprechen wollten. Und ich war am Anfang eigentlich, gedacht, was Kalifornien, 140 Millionen Market Cap, also nicht gerade billig. Und das, ja, lassen wir sie einmal überraschen. Aber am Ende muss ich ehrlich sagen, es war nicht uninteressant. Nee, es war, also vor allem auch Kalifornien ist mal für uns ein etwas ungewöhnlicher Standpunkt oder Standort. Wir haben auch immer dieses, sag mal, Kalifornien ist ja mal sehr als umweltschützerisch bekannt, ja, und dass dort eine Mine in Produktion gehen könnte, war für mich eigentlich fast undenkbar. Ja, da sind wir jetzt eines Besseren, wenn wir lernen. Ja, hat er aber auch ja bestätigt. Sie haben für die Permit 10 Jahre gebraucht. Genau, also allein die Genehmigung für die Mine, ja, hat 10 Jahre gedauert, dann gab es nochmal eine Verzögerung. Sie haben die auf jeden Fall erst 2012 bekommen, obwohl sie schon seit 2000 dran gearbeitet haben. Ja, genau. Ganz kurz noch zwischendurch, also die Golden Queen wird an der TSX Venture unter dem Symbol GQM gehandelt. Nee, sorry, an der TSX, die sind gar nicht an der Venture. Na. An der TSX, also am Big größeren Board. Markt, ja, am Big Board. Die Zahlen, die Daten sind extrem positiv. Also das ist ein sehr robustes war eigentlich Projekt, obwohl sie niedriggradig ist, aber die Abbaukosten sind relativ gering. Das heißt zum Beispiel bei 1400 oder 1438 Dollar Goldpreis haben die einen Nachsteuer IRR von 52%. Bei 1300 haben sie nur immer 44,8%. Also die sind eigentlich relativ robust. Und was auch interessant ist, es gibt dort eine Gruppe, und das macht es eigentlich ein bisschen spannend, die 35% der Company kontrollieren. Auch der CEO kommt aus dieser Familie. Genau. Und die haben auch 10 Millionen aus Darlehen momentan reingegeben in die Company. Ja. Das kann auch umgewandelt werden, jederzeit in Aktien. Das heißt, da gibt es eine extrem starke Familie, die hinteran steht, und die haben auch die CapEx-Kosten liegen irgendwo bei 130 Millionen, wenn ich das nur im Kopf habe. Und Hälfte davon wollen sie fremdfinanzieren, und zwar einfach mit einem Bankkredit. Und die andere Hälfte wollen sie wahrscheinlich mit Equity machen, wobei sie sich auch wieder committed haben, der Teil, den von ihnen kommt, also die 30-35%, was sie jetzt schon haben, werden sie auch an dieser Finanzierung wieder mitnehmen. Ja. Also das war von der Kapitalstruktur extrem spannend, und auch bei, was halt einfach ist, die Daten von dem Projekt sind halt einfach auch robust. Das sind nur 2,4 Millionen Unzen in Measured and Indicated, was natürlich super ist. Es ist zwar relativ low grade, aber mit diesen Rahmendaten muss man ehrlicherweise sagen, top Projekt. Also hat mich echt überrascht, positiv. Also kann ich dir nur beipflichten, das ist wieder dieses alte Put your money where your mouth is, ja. Und das wird von dieser Familie wirklich vorgelebt. Und ich meine, die haben wirklich signifikant dort investiert, ja. Die haben, anders als manche anderen Management-Teams, haben die halt ein internes Interesse, diesen Deal wirklich zum Erfolg zu bringen. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Was ich da erinnern habe, ist jetzt gerade auch eine Company, die wirklich, jetzt will ich mal sagen, ein geiles Projekt hat. Im Yukon. Genau, es geht um die Victoria Gold Corp. Die wird, lass uns gerade mal noch das Symbol nennen, wenn wir das denn irgendwo haben. Ja genau, an der T6 Venture, das ist die VIT. Und die Webseite ist witgoldcorp.com. So, und was das Spannende ist, also erstens einmal haben sie a bankable feasible study schon voll fertig. Dann die letzte Permit, also die ich glaube, da geht es jetzt um Construction oder sowas. Die wollen, glaube ich, in 2 Jahren in Produktion sein, soweit ich mich nur erinnern kann. 2 Jahre. Ja, also aber, Ende 2015, ungefähr 2 Jahre. Aber was jetzt eigentlich das Interessante ist, die Market Cap liegt ungefähr für 44, 45 Millionen. Wir haben sie jetzt den heutigen Kurs nicht angeschaut, heute wird es hoffentlich gestiegen sein. Aber sie haben ungefähr 30 bis 35 Millionen Cash.
Das heißt, eigentlich ist die Marktkapitalisierung mit dem Cash, was sie haben, abgedeckt und ich kriege dieses Projekt und das sind doch immerhin in Summe, im Moment, wie viel waren es, 2,3 Millionen Unzen Gold, Improven and Probable, kriege ich eigentlich umsonst. Und die Permitting sind eigentlich vollkommen durch. Sie kriegen, genau, Konstruktionslizenz ist die letzte, was Sie bekommen, die erwarten Sie im September, kann auch Anfang Oktober sein. Das wäre der nächste Catalyst für die Aktie, also wenn das als News rauskommt, könnte sich dort ein bisschen was tun. Genau, Finanzierungskosten sind 430 Millionen, das heißt die CapEx-Kosten, 50-60% wollen Sie in Debt machen, da haben Sie auch schon verschiedene Termsheets vorliegen, ja. Und der Rest muss dann natürlich noch finanziert werden, teilweise durch Equity, aber auch andere Finanzierungsmethoden. Also Sie haben da Royalty oder Streams oder sonst irgendwas und eigentlich wollen Sie 2015 oder 2016 in Produktion gehen. Ja. Und da muss man ehrlicherweise sagen, tolles Projekt, vor allem wenn man sich Marktkapitalisierung anschaut. Ich meine, 40, 45 Millionen Marktkapitalisierung, über 30 Millionen Cash und ich kriege nur 2 Millionen Unzen on top, voll permitted. Jetzt das Einzige, was man absorgt, ist die Construction License. Das sind genau solche Company, nach denen wir suchen. So, da habe ich als nächster Silvercrest. Die habe ich auch. Braucht man nicht lange vorstellen, die kennen Sie schon, zumindest alle, die meinen Newsletter anschauen, kennen die. Ja, Silvercrest ist ein Mittierproduzent, ja. Produziert Gold und Silber, produziert zu sehr attraktiven Preisen. All-in-Cost, also alles drumherum, haben sie Kosten von $13.45, das heißt, sie verdienen auch bei $20 Silberpreis noch immer sehr gut. Und haben aber ein paar Erweiterungen im Köcher, die Company wirklich vorwärts bringen können. Der Aktienkurs ist relativ stabil. Sie hat auch heute wieder zugelegt. Ich habe mir es vorher angeschaut. Wir sind jetzt, glaube ich, bei $2.20 rundherum. Das heißt, die hat über 10% heute zugelegt. Und wenn man sich auch den Sharepreis generell anschaut, den Aktienpreis, die sind sehr substanziell. Also jedes Uptrend, also beim Silber, schlägt dort schon massiv rein. Ja. Und da gibt es also wirklich substanzielles Interesse. Auch das Management hat einen guten Anteil, alleine der CEO, 2,3 Millionen Stück Aktien, also gut 2% der Firma. Also da passt eigentlich auch wieder alles zusammen. Also Silvercrest bin ich auch von überzeugt. Es ist auch so, dass wir halt nach unten relativ abgesichert sind, ja, durch halt die Produktion, durch die profitable Produktion vor allen Dingen. Und man hat echt einen Hebel auf den Silberpreis. Also jetzt in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass wenn der Silberpreis sinkt, die Company nur der Aktienkurs der Company nur unterproportional verliert, während wenn der Silberpreis steigt, der Zuwachs des Aktienkurses überproportional ist. Das muss natürlich nicht auf ewig und drei Tage so bleiben, aber das war jetzt jedenfalls in den letzten Monaten war das der Fall. Also da hat man wirklich ein sehr, aus meiner Sicht, solides Investment, neben First Majestic natürlich, ja, ein sehr solides Investment im Silberbereich in Mexiko. A Company, die also da lässt sich streiten, aber ich habe es nicht schlecht gefunden, das war Mag Silver. Symbol auch an der TSX, MAG, ist sicher auch in Deutschland notiert. Ja. Das Management, man wird nicht wirklich warm mit dem Management. So, sie wissen einfach, was sie haben. Das ist, halt im Vergleich zu den anderen, ist halt auch schon eine etwas weiter fortgeschrittene, wirklich große, größere Unternehmung. Ja. Ja, die sind sehr selbstbewusst. Silvercrest ist auch selbstbewusst. Ja, können sie auch in der Produktion. Mag Silver war, wo sie noch nicht in Produktion sind, ja, trotzdem noch mal selbstbewusster als jetzt auch Silvercrest, weil sie einfach wissen, was für einen Elefanten sie dort unter der Oberfläche haben. Naja. Sehr wahrscheinlich haben. Naja, und vor allem haben sie den einen Riesenvorteil, das größte Projekt ist ein Joint Venture mit Fresnillo und Fresnillo ist ja der größte Silberproduzent der Welt und sie haben dort auf einem Projekt dieses grüne Teil, das ist, was Mag Silver gehört, beziehungsweise Mag Silver im Joint Venture mit Fresnillo. Und denen gehört, Mag gehört 44% davon. Aber alleine das, was hier in diesem Bereich Ressourcen sind 5 Milliarden Dollar.
an Revenues, was erwartet wird. Und die Cash Margin sind gut 2, also 3 Milliarden über die ganze Periode von der Mine. Und diese Mine soll eigentlich, ich glaube in 2 Wochen ist der Spatenstich. Also er will in 2, also er hat gesagt 3,5 Ja, genau. In 3,5 Jahren will er dann richtig in Produktion sein. Wobei er nichts mit der Konstruktion zu tun hat, das macht alles Fresnillo und Fresnillo ist natürlich eine ganz andere Größe. Aber der Spatenstich soll in 2 Wochen sein und dort dauert dann die Construction Phase 42 Monate. Und sie müssen auch 130 Millionen ungefähr, wenn ich das richtig im Kopf habe, zu diesen Entwicklung beitragen. Haben aber selbst 30 Millionen sowas jetzt am Konto und 440 Millionen ist die Market Cap, also überhaupt kein Problem. Was auch spannend war, ist eher ein zweites Projekt, was sie da haben. Das ist das, Cinco de Mayo, ein Projekt. Das hat mir eigentlich fast noch besser gefallen. Das eine ist super, Produktion ist immer toll, Cashflow, damit kann man alles finanzieren, aber das Projekt hat wirklich, das Zinko-Projekt hat wirklich ein Potenzial, dass da etwas Großes draus wird. Und sie haben über 400 Bohrlöcher gebohrt und only 12 davon waren Dry Rolls, wie man so schön sagt, wo keine Mineralisierung vorgestellt wird. Und sie erwarten doch noch so richtig große Big Elephants. Ja. Und das passt eigentlich schon ganz zusammen. Außerdem haben sie auch noch ein Projekt, ein Joint Venture mit Canasil. Canasil ist auch eine Company, die in Deutschland ein bisschen bekannt ist. Und da muss man sich ehrlicherweise sagen, da waren sie sehr positiv auch eingestimmt. Besser, also vor allem deswegen, weil sie sehr viele Indikationen haben, dass dort wirklich etwas Großes ist. Und das ist natürlich auch gut für Canasil. Natürlich eben, ist eine Bestätigung der Arbeit des Canasil Management Teams, von dem wir ja auch, die wir auch persönlich kennen. Genau. Wo wir auch einen sehr guten Eindruck haben. Genau. Und wie war das jetzt? Sie haben da, glaube ich, eine Option für wie viel Prozent? Also zuerst einmal 55% und haben aber dann weitere Option bis 70% und ab 70% ist dann, dann müssen sie aber 20 Millionen in investieren, also da ist nur, dafür gehen nur ein paar Wochen. Also auch kann man sich wirklich mal im Detail anschauen, wer die Max Silver noch nicht kennt und sich dann ein eigenes Bild machen. Ja. Also ich bin selber, ich fand es, wie gesagt, vom Projekt her, auch wie der Joe gerade gesagt hat, sehr spannend. Das Management-Team ist auch wirklich qualitativ sehr gut besetzt. Ja, man hat das Joint Venture, also es gibt relativ wenig, was dagegen spricht. Aktie müsste im Moment so 7 Dollar, 9 Dollar. 7 Dollar irgend sowas, aber 7 Dollar. Oder 9 Dollar. Bitte schauen, kann auch heute ganz anders sein. Dadurch, dass die Rohstoffpreise angestiegen sind, kann heute auch die Max Silver ganz woanders stellen. Also ich bin eigentlich schon fast durch mit meinen Titeln, die ich sagen würde. Das Einzige, was ich noch sage, das wird dem Herrn Adams nicht so gefallen, ist Atico. Atico ist in Kolumbien, hat jetzt gerade Finanzierung von 27 Millionen gemacht, kommt mit immer sehr, sehr guten Bohrergebnissen. Mit dieser Finanzierung von 27 Millionen werden sie eine Option ausüben, damit sie 90% einer existierenden Mine übernehmen können. Sie haben schon ein Joint Venture, aber jetzt sind sie dann noch nicht mehr nur Joint Venture Partner, sondern auch der Operator. Und sie wollen dann Geld noch investieren, um die Operation eigentlich wirklich wirtschaftlich zu machen. Das heißt, sowohl von der Größe der Mine als auch die Verarbeitungsmethode und. Und da ist ein riesen Upside-Potenzial. Aber auch, was mir nicht schlecht gefällt, ist die Möglichkeiten, was nur in diesem Projekt sind. Also das gibt so einige Möglichkeiten. Hier ist eine kleine Grafik, die können Sie sicher auch downloaden auf der Webseite selber. Also da sind sehr viele Targets drauf. Aber was maßgeblich ist, das ist eigentlich das Management-Team. Es ist Fortuna Silver. Genau, es ist die Ganossa-Familie eigentlich dort drinnen und die Ganossa-Familie ist besser bekannt als eigentlich die Gründer von Fortuna Silver. Und Fortuna Silver war ja ein erstes großes Public Company und Atico ist die zweite Firma, die börsennotiert ist. Früher haben sie es immer gemacht als private Company, die sind jetzt public gegangen. Und die Ganossa-Familie hat sich sozusagen aufgesplittet, beziehungsweise
separiert. Die einen machen Fortuna Silber, die anderen machen Artico, arbeiten natürlich zusammen, sind auch im selben Office. Also die können das Know-how natürlich der beiden Firmen nutzen. Und das ist schon, was man natürlich sagen muss, das ist schon ein großer Bonus. Eindeutig. Ja. Also ich bin auch jetzt nicht negativ eingestellt gegenüber der Artico. Ja, also nee, aber ich meine, sicher, es waren andere Companies dabei, die augenscheinlicher eine Investmentmöglichkeit darstellen. Also aber sie sind nur Produzenten, muss man auch dazu sagen. Was mir noch ganz gut gefallen hat, ist jetzt kein Produzent, ist die Midas Gold. MIX an der TSX. Die haben in Nevada ein Projekt. Stimmt das jetzt oder vertue ich mich gerade? In Idaho, genau. Also in Idaho haben die ein Projekt, und was ich da halt insbesondere ganz spannend fand, das war, es wird sicherlich nicht in Produktion gebracht, aber dieses Management spielt ganz klar die Übernahmekarte. Sie haben das Projekt ist so positioniert, dass es eigentlich genau in den Sweet Spot, also in den Fokus der Mittierproduzenten fällt, ja, was genau reinpasst, dass es als nächstes Übernahmeziel gelten könnte. Ja, in einer sehr sicheren, also Idaho, ja, sehr sicheren politischen Umgebung. Idaho ist auch sie eins haben ja, der... Sie haben ja, muss man auch schon sagen, zwei große Partner drinnen. Sie haben Franco Nevada drinnen, die sie beteiligt haben und an NSA gekauft haben. Und sie haben Teck drinnen, der 9,9% am Midas Gold hat. Ich muss ehrlich sagen, mir hat es nicht hundertprozentig überzeugt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil sie halt eigentlich gerade nur auf Übernahme setzen. Und ich weiß nicht, wie stark die Übernahme in den nächsten 2-3 Jahren das Thema ist. Von kleineren Companies, ja. Aber wir reden ja da fast von einem Elefanten. Also sie haben Indikationen, also Indicator Inferred Resources sind über 7 Millionen Unzen. 7 Millionen Unzen ist natürlich eine Riesennummer. Und da muss man auch, da, und vor allem, was mich halt ein bisschen stört, ist, das sind die Permitting. Er hat gesagt, sie brauchen für das Permitting 3-5 Jahre. Also das heißt, die Genehmigungsverfahren, damit sie überhaupt die Mine machen können. Ja. Und ich glaube, das scheuen halt einige größere Companies, die möglicherweise als Übernahmekandidat natürlich in Frage kommen, also die Company übernehmen wollen, weil die wollen natürlich mal sehen, wie schaut der Permitting-Prozess aus, kriegen sie diese Lizenzen und so weiter, weil da kann man vorstellen, da warten noch einige und dann warten wir das aber 3-4 Jahre. Und die 3-4 Jahre kann ich aber jetzt woanders auch investieren. Du hast auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite ist es so, dass viele der Übernahmen wirklich auch im Zuge der Pre-Feasibility Study erfolgen. So, und die Pre-Feasibility ist geplant im ersten Halbjahr 2014. Und da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Ja? Also wir wissen es natürlich auch nicht. Ja? Wir wissen auch nicht, wie in Mitte 2014 die Marktsituation im Gesamten ist. Wir sind zwar beide bullish, aber ja, wie dort auch insbesondere für den Übernahmebereich oder für den M&A-Markt, wie da die Marktsituation ist. Aber ich glaube schon, dass dort eine Übernahme, wenn das alles so sich ergibt, wie vom Unternehmen geplant, doch eher früher als später erfolgen könnte. Ja, die Übernahme kann immer, er hat auch genug Beispiele reingenommen, wo Übernahmen stattfinden. Also sie haben sicher die kritische Größe überschritten, wo sie im Fokus kommen von der Übernahme, das muss man ganz klar sagen. Das Projekt ist sicher groß genug, es ist auch robust genug, es ist in einer relativ sicheren politischen Konstruktion. Also von daher muss ich ehrlich sagen, passt es natürlich schon, aber rein nur alleine Übernahme zu spielen, ist mir zu wenig. Also ich bin da lieber einer, vor allem wenn ich mir die anderen Projekte anschaue, entweder ich kriege schon produzierende Mine oder ich bin kurz vor der Produktion, habe alle Genehmigungen da, schaue nur mal wegen der Finanzierung hin und her. Da sind einfach andere Optionen da, die mir besser gefallen. Hast du recht, die Frage ist halt, wo ist der Hebel größer? Und bei einer Übernahme ist natürlich der Hebel immer größer, als wie wenn ich, da brauchen wir überhaupt. Nein, jetzt auch in welchem Stadium? Ja, ist jetzt bei einem, sag mal, wo du jetzt kurz vor der Produktion bist, die werden dann vielleicht noch übernommen. Ja, wo ist dann der Hebel höher, als wenn du es schon in Pre-Feasibility bist? Man weiß es nicht. Ja. Also, wie gesagt, anschauen, ja, wir haben jetzt ja auch, das sind jetzt Informationen, die basieren natürlich auf jeweils einem halbstündigen Gespräch mit den Management-Teams. Das ist sicherlich nicht wie von uns sonst gewohnt, dass wir da wirklich tagelang ein Unternehmen uns also screenen und anschauen, bevor wir es vorstellen. Also da ist doch sehr viel Arbeit auch von Ihrer Seite selbst noch nötig, dass Sie sich wirklich im Detail über die Unternehmen informieren. Ich habe zum Abschluss noch
Oder hast du noch was? Sonst nee, ich habe nichts mehr. Ich habe eigentlich, bin durchgegangen. Ich habe zum Abschluss noch kurz, es gab ja jetzt eine News gestern, vielleicht war es auch schon vorgestern, wir sind ja hier 8 Stunden zurück gegenüber Deutschland, gab es ja eine News von Explore Resources, die hat den Markt so ein bisschen geteilt. Es ist angedacht oder ein Vorschlag des Managements um Chris Dupont, dass man dort eine relativ große Finanzierung auf die Beine stellen möchte, allerdings mit leichtem Verwässerungsschutz für die Altaktionäre, was relativ ungewöhnlich ist. Ja. Ja, normal werden auch solche größeren Sachen einfach durchgezogen. Also man ist sich von Seiten des Managementteams schon der Verantwortung gegenüber des Aktionärs und der Geldgeber, der Eigentümer des Unternehmens bewusst. Auf der anderen Seite hat man gleichzeitig auch noch einen Reverse Split vorgeschlagen. Es ist alles so ein bisschen sehr... es kommt am Markt nicht positiv an. Ja, ich weiß heute nicht, wie die Aktie reagiert hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie nochmal einen Schnaps verloren hat. Das ist jetzt die Seite des Marktes. Fundamental fürs Unternehmen oder für die Gesundheit des Unternehmens Explore Resources ist es sicherlich aus meiner Sicht der richtige Weg. Ja, weil man krebst rum bei einem Bereich 3-4 Cent, ja, kommt da auch irgendwie nicht sehr gut raus. Man braucht sicherlich Kapital, um halt das Timmins Porcupine West, aber auch die anderen Projekte, Chester und ähnliches in Produktion oder einfach weiter voranzubringen. Ich will nicht sagen verzweifelte Vorschläge, aber diese Vorschläge des Managementteams sind natürlich auch zu großem Teil dem unsicheren und schlechten Marktumfeld geschuldet. Ja, in einem besseren Umfeld hätte man die aktuellen Probleme, die Explore hat, sicherlich nicht. Aber jetzt, und das finde ich wiederum positiv, das Management versucht sich aktiv an einer Lösung dieser Probleme. Ja, während viele andere einfach nur den Kopf in den Sand stecken und auf bessere Zeiten warten. Also hier geht man diese aktuellen Probleme an, versucht die proaktiv zu lösen und das gibt mir dann doch wieder so ein bisschen Hoffnung. Ja, ob steht noch in Frage, ob diese ganzen Vorschläge jetzt des Managementteams in der Hauptversammlung durch die Aktionäre abgesegnet werden, das werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall, das Signal soll sein, das Managementteam hat sich Gedanken gemacht, wie es jetzt am Markt auch sag mal, in ein paar Tagen diese Gedanken ankommen, das steht auf einem anderen Blatt. Das bin ich selber sehr gespannt. Ja, Sie wissen, ich verfolge die Explore sehr eng. Bin ich selber gespannt, wie sich das ausgehen wird und werde auch sicherlich in den nächsten Tagen nochmal mit dem Chris Dupont persönlich sprechen und Ihnen dann ein Update hoffentlich geben können. Ja, noch ein Schlusswort? Ja, nee, wirklich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es war. Sicherlich. Wir sind schon, ich glaube, heute seit 13 oder 14 Stunden auf den Beinen, sind gestern erst eingeflogen. Ja. Sicher noch vom Jetlag ein bisschen geschlaucht. Und es war ein extrem langer Tag. Aber es ist genau solche Shows, braucht man, um auch ein besseres Marktgefühl zu bekommen. Ja. Eins muss man einfach wirklich sagen: Man kriegt jetzt erstklassige Qualität zu einem super Sonderpreis. Und ich bin schon gespannt, was morgen natürlich rauskommt bei unseren Meetings. Wir haben morgen auch nochmal circa 15 Meetings und übermorgen auch nochmal einiges Meetings. Das heißt, Sie können sich nochmal freuen auf einige Informationen aus erster Hand, hier direkt aus Beaver Creek. Und bevor wir dann nach Denver gehen, dort sich die Größeren nochmals zu Gemüte führen. Und ich glaube, für heute reicht es. Und wünsche Ihnen noch einen schönen, angenehmen Arbeitstag, viel Erfolg und gute Investments. Ja, und wir sehen uns sicher in Kürze. Vielen Dank.